Wenn der Wasserstofftank vollgelaufen ist, dann ist das erstmal kein Thema mit dem Gas, weil dann wird auch das Gas wieder volllaufen, weil dann hier der Wasserstoff wieder sich staut. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industry in der Early Abszess. Meine lieben Freunde, wir haben beim letzten Mal Optimierungen vorgenommen, wichtige Optimierungen, die dazu führen, dass wir zum einen wieder unsere Forschung am Laufen haben und zum anderen zuverlässiger unseren Dünger produzieren können, damit wir wieder mehr Nahrung produzieren können und ja, damit wir einfach insgesamt mehr von allem bekommen. Und jetzt ist die Mission, da muss ich schon aufstoßen vor Freude, so geil finde ich das. Die Mission ist jetzt, noch mehr Optimierungen vorzunehmen, insbesondere wenn es darum geht, den Stromverbrauch nochmal zu optimieren. Denn da gibt es noch durchaus den ein oder anderen Hebel, den wir ansetzen können. Der Plan ist nämlich langfristig bei der Verarbeitung der Erze auf Lichtbögenöfen zu setzen, die das Ganze kohleeffizienter machen können, die Verschmelzung von Erzen. Damit wir weniger Kohle brauchen dafür. Wenn ihr das hier feiert, dass wir unsere Anlagen im Endgame von Captain of Industry, denn da sind wir jetzt nämlich mittlerweile, optimieren und verbessern, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die ist immer am Anfang des Videos, rechts oben in der Ecke verlinkt oder am Ende. Und ihr könnt gerne die Kommentare benutzen, um mir mitzuteilen, wie ihr eure Anlagen optimiert. Und was ihr dabei beachtet. Ich habe nämlich ein großes Stromsparpotenzial noch entdeckt. Und das habt ihr mir tatsächlich auch schon gesagt in den Kommentaren. Ich habe ja noch die Heizkessel elektrisch für die schnelle Dampfversorgung von den thermischen Entsalzern. Dadurch wird unsere Entsalzung sehr, sehr energieintensiv. Also sehr, sehr kostenintensiv, was Energie angeht. Und da ist das größte Einsparpotenzial tatsächlich. Nämlich indem wir diese Heizkessel, diese elektrischen, ersetzen durch zum Beispiel Gasheizkessel. Oder noch besser, glaube ich, indem wir das Gas, was wir jetzt überschüssig haben, zu Wasserstoff machen und den Wasserstoff, den wir nicht brauchen für unsere Verarbeitungsanlagen, dann entsprechend wieder zu Dampf machen. Also indem wir das dann in so einem Wasserstoffkessel verbrennen. Da muss ich jetzt mal gucken. Wo sind unsere Kessel? Hier sind unsere Kessel. Heizkessel Gas wäre das dann. So, da müssen wir mal gucken. Wir brauchen entweder 48 Einheiten Brenngas für einen Durchlauf 48 Dampfhochdruck oder wir brauchen 48 Einheiten Wasserstoff. Für 48 Einheiten Wasserstoff muss ich aufwenden, schauen wir mal, 36 Einheiten Brenngas. Okay, das wäre 1:1. Wasserstoff brauchen wir sowieso für diverse Sachen, zum Beispiel für die Herstellung von Polysilizium. Hier hinten, das braucht Wasserstoff. Wichtig ist dabei eigentlich, dass wir beim Wasserstoff das nicht machen, indem wir jetzt die Elektrolyse machen, weil die Elektrolyse ist dann wieder energetisch ineffizient. Da braucht man für 1,5 Einheiten Wasserstoff brauchen wir 100 Kilowatt. Das ist halt, kannst du vergessen, ja. Wenn wir das machen, dann müssen wir das im Wasserstoffreformer machen. So, und die Idee wäre dabei, also wenn wir jetzt das mal von der Betrachtungsweise betrachten, dass wir das Wasser oder den Dampf hier hinten ja eigentlich für die Wassererzeugung brauchen, dann wäre es schlau, wenn wir das Ganze tatsächlich mit Wasserstoff machen, weil dann kriegen wir nämlich als Nebenprodukt nochmal zusätzliches Wasser. Weil Wasserstoff, da kommt nämlich nicht nur Dampf raus, sondern auch Wasser, wenn ihr versteht. Das heißt, wir hätten nochmal mehr Wasser und hätten damit quasi eine etwas effizientere Nutzung der Ressourcen. Weil der Rest vom Aufwand her ist im Endeffekt 1:1. Also ist besser, als wenn wir Gas benutzen. Dann haben wir kein Abgas. Das meine ich halt. Wir haben kein Abgas. So. Das machen wir jetzt. Weil dann sparen wir uns Energie. Es ist ein bisschen kompliziert, ja. Aber wenn man es durchdenkt, ist es logisch. Wir sparen Energie. Wir sparen Abgase. Und wir kriegen zusätzliches Wasser. So. Deswegen müssen wir das machen. Also wir brauchen im Grunde eigentlich noch einen Wasserstoffstripper. Oder wie heißt das Ding hier? Wasserstoffreformer, genau. So, das bedeutet, hier ist ja unser Gasding. Jetzt will ich mal gucken, wo stellen wir das hin? Wir stellen das jetzt einfach mal hier mit hin. Würde ich sagen, hier wo der andere Wasserstoffgenerator schon steht. Und das hier ist ja das Wasserstoffrohr, ne? Genau, das ist das Wasserstoffrohr. So, und Dampf dann da rein, genau. Hier ist der Dampf, ne?
Genau, da ist der Dampf. Da müssen wir mal gucken, dass das reicht mit dem Dampf. Ich hoffe, das reicht. So, dass es da über die... Genau. Und dann macht das so. So, hier hinten kommt Gas rein. Gas haben wir hier. Da sind schon alle Anschlüsse belegt. Da müssen wir mal gucken. Können wir das noch irgendwie hier vielleicht von hier uns holen? Ja, guck mal, das geht. Dann zieht das da rein. Das wird wieder so richtig schön übersichtlich, ne? Ihr merkt das schon. Aber ist besser immer noch als die Düngerproduktion, die wir da beim letzten Mal noch aufgedröselt haben. Das war vielleicht ein Akt, kann ich euch sagen. So, genau. Wasserstoff. Hier ist Wasserstoff. Nee, das ist Kohlendioxid. Das können wir gleich mal verbessern, glaube ich, das Rohr. Oder nee, eigentlich müssen wir das hier verbessern, damit das hier schneller zu der Anlage rüberfließen kann. Verbessern mal das Rohr. Und dann können wir hier nämlich das CO2 noch mit in dieses kleine Rohr mit reinpacken. CO2 und dann hier Wasserstoff noch mit rein. So, dann haben wir jetzt mehr Wasserstoff. So, jetzt müssen wir mal Folgendes machen. Beim Wasserstoff haben wir eine ganz wichtige Sache noch nicht gemacht. Und zwar haben wir noch nicht sämtlichen Wasserstoff aus allen Anlagen, die Wasserstoff produzieren, in einen Überschuss und Regler halt reingemacht. Also wir brauchen jetzt noch ein Ausgleichsrohr, genau, ein Ausgleichsrohr für Wasserstoff. Das brauchen wir jetzt. Da, ihr habt es schon gesehen, da ist die Energie auch ein bisschen ein Problem. Haben wir eigentlich noch die Möglichkeit, nochmal ein Solarpanel zu bauen? Nee, noch nicht. Aber die Energie ist so halb nur ein Problem. Weil das Ziel wäre jetzt dann quasi, dass wir auch dann hier die Gasturbine, die jetzt aktuell auch noch wieder auf Volllast läuft teilweise, dass wir die dann wieder mit ausschalten auch. Dass wir die Gasverstromung dann wieder abschalten, die wir jetzt aktuell noch aktiv haben. Das ist so ein bisschen das Ziel, dass wir das Gas lieber benutzen, um da noch mehr Dampf draus zu machen, aber nicht verstromen müssen, weil wir so effizient laufen, dass wir das gar nicht verstromen müssen. So, jetzt muss ich mal schauen. Moment. Wir haben hier diesen das ist ein Riesenwust hier, aber hier treffen sich die ganzen Wasserstoffrohre. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wird eigentlich alles mit Wasserstoff beliefert und in welcher Richtung. Wir haben hier zwei Chemiefabriken, die 12 Einheiten brauchen, also 24. So, dann haben wir hier hinten, glaube ich, noch Anlagen, die Wasserstoff brauchen. Nochmal 12, nochmal 12, nochmal 24, sind schon 48. 48 Einheiten Wasserstoff schon, die da gebraucht werden. So, das sind, glaube ich, hier die Hauptverbraucher, wenn mich nicht alles täuscht. Das braucht keinen Wasserstoff, das braucht auch keinen Wasserstoff. Das braucht auch keinen Wasserstoff. Okay, also das sind die Hauptverbraucher. Und dann haben wir hier noch Verbraucher. Hier brauchen wir nochmal 3 mal 5 sind 15. Nochmal 15 Einheiten. 48 plus 15. 10, 58, 63, ne? Ja, 63 Einheiten Wasserstoff. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie viel produzieren wir? Wir produzieren 36 plus 36... plus 36. Also deutlich zu viel. Warte mal, das sind 3 mal 36. Wie viel ist das? Das ist 90 und dann 3 mal 6 sind 12. Das sind 102. Also deutlich zu viel. Das reicht auf jeden Fall, dass wir davon noch einen Ofen betreiben können. Würde ich sagen. Ja. Müsste genau aufgehen eigentlich. Es müsste sogar exakt aufgehen. Und der Ofen, der muss dann den Überschuss bekommen. Das heißt, jetzt habe ich schon wieder einen Frosch im Hals. Passt ja perfekt wieder. Wir machen hier jetzt die Überschusslösung direkt hier hin. Weil wir hier die meisten Anlagen sowieso an einem Punkt haben. Moment, hier brauche ich das, genau. Und dann am besten auch noch einen Pufferbehälter für Wasserstoff. Damit wir die Überschüsse, wenn wir mal einen haben, einen Überschuss, dass wir den zwischenlagern noch. Das heißt, ja genau, mach das mal hier hin. Hier hin. Und dann mach erstmal schon mal das Ding fertig, so. Jetzt müssen wir mal gucken. Das Wasserstoffrohr war hier. So, das machen wir jetzt mal weg. Das machen wir jetzt alles weg. Das ganze Rohr. Alles. So. Alles muss raus. Wieder wie bei der Chemieanlage. Es kommt alles weg. Und dann verbinden wir das Rohr erstmal da rein, in den Gedönsi. Am besten noch gleich Stufe 2. Was soll der Geiz? Was soll denn der Geiz? Hier. Dahin. Und das kommt dann hier ran. Jawohl. So, schnelles Bauen. So, dann haben wir das schon mal. Jetzt sagen wir, mach mal schon mal einen Behälter. Einen großen. Ja. Da passt einer noch hin. So. Ne, Moment, jetzt müssen wir überlegen. Jetzt muss erstmal die Prio, die muss ja
hinter dem Behälter sein, glaube ich. muss die hinter oder vor dem Behälter sein? Nee, die muss... Hinterm Behälter muss die sein. Okay. Nee, dann muss ich das nochmal wegmachen. La, la, la. Die muss hinter dem Behälter sein. Stimmt. Warte mal, dann mach das mal ganz anders noch. Die muss hinter dem Behälter sein, Herr Spielbär. Weil sonst... Ja. Genau. La, la, la. So, hier. Genau. Also, pass auf. Nochmal Kommando zurück. Erstmal Behälter fertig bauen, so. Dann die Verteilung machen. Die muss davor sein. Aber dann ist ja der Überschuss dann... Der ist ja dann dahinter. Nee, das macht keinen Sinn. Das muss... Nee. Nee, nee. Der Überschuss läuft... Muss... Nee, das ist schon richtig, wie ich es gesagt habe. Nein, nein, das ist richtig, wie ich es... Nein, 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 nein. La, la, la. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Mist, warte. Nochmal abbrechen. Ja. Die Produktion, die von hier kommt, die müssen wir mit da noch reinpacken. So, die geht nämlich da raus, genau. Wo geht denn die eigentlich hin? Ah, die geht... Hä? Die geht da rein, okay. Komplett da rein? Da müsste doch eigentlich noch ein Rohr abzweigen auch. Ah ja, genau, hier zweigt nämlich das Rohr ab. Was zu den anderen Anlagen geht. Genau, das müssen wir mal... Das lassen wir mal da, genau. Das hier nehmen wir ab. Und das hier nehmen wir auch ab. So. Jetzt müssen wir das Rohr, was aus der Wasserstoffproduktion kommt. Genau, das da. Das muss jetzt nämlich mit hier hinten rein. Erstmal in den großen Behälter, genau. Das muss erstmal in den Behälter rein. Das muss sich erstmal alles im Pufferbehälter sammeln. So ist es richtig. Und dann vom Pufferbehälter aus muss es zu den einzelnen Anlagen verteilt werden. So ist es richtig. So wird ein Schuh draus. Genau, weil dann haben wir nämlich drei Abspaltungen. Einmal für den Dünger, einmal für die Sachen, die weiter hinter noch kommen in der Raffinerie. Und dann nochmal eine Abspaltung für den absoluten Überschuss, der dann reingeht in den, also in den Gasverbrenner. Schnelle Lieferung. So, das ist jetzt keine Prio. Ganz wichtig, das wird keine Prio. Die Prio kriegt dann... welches? Was kriegt denn die Prio? Nee, doch. Müssen wir mal gucken gleich, wie wir die Prio machen. Auf jeden Fall ist das jetzt erstmal angeschlossen. Und das Ding hier ist auch angeschlossen. Das müsste jetzt da auch reinkommen. Genau, läuft wieder weiter. So, jetzt brauchen wir hier noch eine Abzweigung. Und da schließen wir wieder das alte Rohr an, was vorher... Wo vorher die Anlage versorgt wurde auf der anderen Seite. Ist ein bisschen kompliziert alles, ich weiß. Bear with me. Hier genau, da nehme ich dieses Rohr. Und dann darüber, genau. Hier kann eh keiner langfahren, das passt. Jetzt muss ich mal schauen, wo ist da der Anschluss? Da ist der Anschluss, da müssen wir rein. Jawohl. Ganz hervorragend. So, und von da wird es dann verteilt an die anderen Anlagen. Nicht wahr? Ich glaube schon. Ansonsten muss ich nochmal gucken. Hier, genau, hier ist der Wasserstoff für die Anlagen hier hinten. Und der kommt von da, genau. Passt. Ist alles genau, wie es sein soll. Hervorragend. Nicey nice. CO2 wird auch abgeführt. Auch wie es sein soll. Gas kommt auch hier noch rein, wie es aussieht. Gas ist auch noch genug am Start. Und Wasserstoff füllt sich auf. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier diesen Überschuss an Wasserstoff. Und jetzt können wir die Abzweigung machen. Also jetzt machen wir erstmal Folgendes. Jetzt sagen wir einfach mal Prio aus. Tut mir leid. Frosch im Hals, der keine Miete zahlt. Prio aus sind die zwei Anlagen für Dünger. Also die Anlagen für Dünger und für den ganzen Kram mit Silizium und Verarbeitung zu Benzin und noch mehr Gas. So. Das geht nach da drüben, nach links. Und das ist wichtig, das muss immer laufen. Weil wenn wir das nämlich nicht versorgen, dann nehmen wir uns quasi die Grundlage für die Wasserstoffproduktion wieder weg. Ganz wichtig. Was ein Rohrsalat, genau. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir den Überschuss, der nicht in den beiden anderen Anlagenkonstellationen gebraucht wird, also hier beim Chemie und beim, ne, Silizium, hast du nicht gesehen, den müssen wir zu...
zu Dampf machen. Das ist jetzt das Ding. Und das müssen wir jetzt rüberfädeln. Und das, da reicht, glaube ich, hier so ein normales Rohr jetzt. Und das ziehen wir jetzt hier lang. Oder warte, das ziehen wir hier raus. Das können wir hier einfach oben drüber legen eigentlich. Das ist ja Wurst. So, ja genau. Einfach hier vorne lang. Da ist ja eh nur das Düngerrohr am Start. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Das schaffen wir jetzt da. Da hinten hin, genau. Warte mal, müssen wir da eigentlich hier lang gehen eigentlich? Ich glaube, da gehen wir hier so dazwischen durch. Hier sind auch noch so Brücken, die wir nutzen können. Versucht mal, das mal da lang zu legen. Muss ich mal gucken. Apropos Brücke. Können wir da hier lang? Da ist ja auch noch was frei. Ja, lass mal da lang gehen. Lass mal direkt da lang gehen. Guck mal, da kannst du das gleich mal hier so lang ziehen. So. Und dann hier hin. Und dann da unten hin. Ja, ab und zu bricht mal die Stromproduktion noch ein. Aber das ist ja genau das Ziel, ja. Wenn wir das jetzt aus Wasserstoff machen, haben wir das halt sehr, sehr effizient dann produziert oder verarbeitet. Und wir kriegen mehr Wasser, wie gesagt. Wir kriegen mehr alles und wir haben weniger Stromverbrauch. Und besser als Elektrolyse, wie gesagt. Das ist halt das Problem. Mit Wasserstoff, mit Elektrolyse herstellen, ist eigentlich das, was beim Wasserstoff das Problem ist. Das ist sehr ineffizient. Deswegen ist ja auch bei diesen ganzen Wasserstoffplänen, die jetzt aktuell in der Realität auch so durch das Dorf getrieben werden immer, ja, Wasserstoffwirtschaft und Wasserstoff hier, Wasserstoff da. Das Problem beim Wasserstoff ist halt, wenn du den erzeugen willst, musst du halt auch erstmal Energie reinstecken, so, in diese Elektrolyse. Und das ist ja eigentlich die Idee, dass man das halt entweder aus erneuerbaren Energien macht oder halt mit Gas. Und da war halt eben als Gas war halt angedacht, dass man da das böse Gas benutzt jetzt, was jetzt mittlerweile böse geworden ist. Das ist halt so ein bisschen das Thema. Und das kann man jetzt halt nicht mehr einplanen dafür. Das heißt, diese ganze Wasserstoffgeschichte ist jetzt eigentlich schon wieder auf sehr hölzernen, auf sehr, sehr wackeligen Beinen gebaut, weil, ja, ob man jetzt das überhaupt noch machen kann, so wie man das vorhatte, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss man da jetzt umkalkulieren, mit was Wasserstoff angeht. Auf jeden Fall, so oder so wird es sehr viel aufwendiger und sehr viel länger dauern. So, genau. Dann schauen wir mal, dass wir das Ding jetzt hier ersetzen. Mit dem entsprechenden Gasofen. Heizkessel Gas. So, da kommt natürlich dann Wasser als Abdampf. Abdampfwasser, gucken wir mal. Wasserstoff, so. Nehmen wir mal hier den Dings ran. So. Also jetzt habe ich es falsch rumgebaut. Moment, brich es nochmal ab. Ich muss es nochmal spiegeln. Ich muss es nochmal richtig spiegeln, dass ich die richtigen Eingänge auf der richtigen Seite habe. Was kommt raus? CO2? Nee, CO2 kommt nicht raus. Das hier wollen wir haben. Ach ja, Moment. Nee, ich muss die deaktivieren, die ich nicht haben will. Mich schon gewundert. Moment. Hier, das wollen wir haben. Genau. Jetzt müsste es richtig sein. Genau, jetzt kommt hier Dampf raus. Hier kommt Hochdruckdampf raus. Und da dampfdrucklos. Ach, dampfdrucklos ist das. Okay, da braucht man noch einen Kühlturm. Hä, war das nicht noch Wasser gerade eben? Egal. Es sind nur 12 Einheiten. Warte, da können wir einen kleinen Turm nehmen. Genau, so einen. Den braucht man da. Und dann machen wir das nämlich dann hier hin. Müssen wir nur gucken, dass wir da eine Überschusslösung dann noch machen. Dass das auch... Was? Bergbaukontrollturm? Ah, der Sand wieder. Okay, Moment. Das ist immer das Übliche bei Captain of Industry. Da muss ich immer hier nochmal nachlegen hier. Genau, so. Und dann geht das hier wieder weiter. Genau. Ah, halt. Ich habe wieder Rechenzentren. Ich kann wieder hier einen Server in mein Rechenzentrum packen. Moment. 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 Zack. Wir brauchen noch mehr Rechenleistung. Mehr Flops. Viel mehr Flops. Dann können wir nämlich modernere Anlagen bauen wieder. Und das ist immer grundsätzlich was Gutes. So, mach mal hier noch das. Das läuft schon mit der Produktion. Mach das noch fertig. Das noch fertig. Dann brauchen wir noch das Rohr hier für den Kühlturm. Nein, ist da wieder verrutscht. So. Ah. Genau. Liefern. Schnell liefern. So, und dann kriegen wir 12 Einheiten Wasser, nehme ich wieder zurück. Gibt es hier irgendwo eine Überschussregelung fürs Wasser? Nee, ne? Das ist ungünstig. Warte mal, doch, wir können das so machen, dass wir einfach das recycelte Wasser wieder in die Anlage reingeben. Warte, warte, warte.
Dann müssen wir das Rohr nochmal wegmachen. Dann machen wir hier nämlich ein Überschussdings hin und sagen, bevor wir das Wasser hier aus dem Rohr nehmen, nehmen wir lieber das Wasser, was aus dem Kühlturm kommt. Und dann das Kühlwasser hier vom Kühlturm. Das geht wieder hier rein. Und dann läuft das. Warte, da müssen wir hier jetzt Prio. Ne, Moment, hier war die Prio. Hier muss die Prio, das ist das, was vom Kühlturm kommt. Genau, wenn da was anliegt, dann wird das zuerst recycelt. Genau, so jetzt müssen wir den Dampf dann entsprechend noch anschließen. Der Dampf ist hier, an der Stelle. Und der kommt dann einfach hier rein. So. Und weil ich jetzt nicht sicher bin, ob das reibungslos läuft oder nicht, lassen wir den hier einfach als Notfallobjekt noch am Start. Jetzt muss ja eh erstmal der Wasserstoff durchlaufen. Der muss erstmal hier ankommen. Jetzt kommt hier der... Der muss jetzt erstmal durchlaufen durchs Rohr. Das dauert einen Moment. Können wir da sogar nicht eigentlich sagen, wir lassen diese Anlage einfach stehen, komplett. Wir lassen die auch laufen. Aber wir prioritisieren den Dampfoutput vom Wasserstoffverbrenner. Vom Wasserstoffofen. Moment. Indem wir das hier jetzt einfach nochmal zumindest bis hierhin mal wegmachen. Und das hier auch nochmal bis hierhin wegmachen. Weil dann können wir nämlich den dran lassen. Und wenn dann mal nicht genug Wasserstoff am Start ist, dann fällt die Anlage nicht aus. Dann wird die quasi aufgefangen von dem Elektrogerät. Von dem Elektroverstromer. Und dann wissen wir auch immer anhand vom Stromverbrauch, ob das mal nicht läuft oder ob es läuft. Wenn gleich der Wasserstoff ankommt, müsste es eigentlich so sein, dass dann umgeswitcht wird normalerweise. Ach, da ist er jetzt. Okay, ist er auf der Hälfte ungefähr. Das dauert halt, wie gesagt, ein Momentchen, bis der da ist. Hat sich aber auch schon einiges angestaut mittlerweile. Also hier wird gerade nichts weiter verbraucht. Und der Rest ist dann ein Überschuss. Sehr gut. Bei dem Nudelrohrsalat beschrifte ich immer die Rohre. Steige sonst nach 2 bis 3 Tagen an einer Baustelle nicht mehr durch. Stimmt, man kann die hier benennen, ne? Glaube ich, oder? Kann man die Rohre benennen? Ja, man kann die tatsächlich benennen, ja. Das ist eine gute Idee, aber ich meine, man sieht ja, was drin ist, also... Ich meine, man kann hier oben dann den Ursprung reinschreiben noch, wo es herkommt. Sieht aus wie Factorio, nur irgendwie bessere Grafik. Ich finde, es ist sogar geiler als Factorio. Steinigt mich von mir aus. Aber ich finde tatsächlich Captain of Industry geiler. Weil bei Captain of Industry... Pass auf, ich erkläre auch, warum ich das geiler finde. Bei Factorio ist das immer so ein bisschen so eine Starship Troopers Komponente, weil da geht es ja primär darum, dich gegen diese Viecher zu wehren und halt den Weltraum, im Weltraum zu kommen und deine Anlagen in so einem Sci-Fi-Setting immer weiter auszudehnen. Aber das hat meiner Meinung nach nicht mehr so viel zu tun mit, es geht eigentlich darum, eine Bevölkerung zu versorgen bei der Industrie und eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen und sowas. Und das halt in einem sehr detaillierten Maßstab. Darum geht es bei Factorio nicht. Das ist aber das, worum es bei Captain of Industry geht. Es geht um Ressourceneffizienz, es geht um Bevölkerungsversorgung, es geht um Fortschritt. Also, dass du halt auch mit fortschrittlicheren Technologien deine Ressourcen besser verarbeiten kannst und effizienter verarbeiten kannst und weitere Produktionslinien machen kannst, um noch weitere Produkte zu produzieren. Das ist eigentlich bisher, muss ich sagen, Captain of Industry ist die beste Darstellung von Industrieprozessen, die es bisher, meine ich, so gibt. Also das ist bisher in keinem anderen Fabrikspiel so. Die anderen sind nämlich alle in irgendwelchen Sci-Fi-Settings, wo dann irgendwelche Zukunftstechnologien reinkommen, die nicht verankert sind in irgendeiner Realität. Aber das hier, das sind alles Technologien, die wir hier nutzen. Das ist alles bekannt. Das ist nichts irgendwie abgehoben Sci-Fi-mäßiges oder so. Was wir hier machen, ist alles, das kann man alles in der realen Welt auch machen so. Ja, und da sind auch dann die Balancen wichtig, wie viel Stoff hast du davon, wie viel davon, wie wird das weiterverarbeitet, wie viel Strom kostet das, ist das effizient und so. Und Mikromanagement, genau, darum geht das. Und das ist das Geile an Captain of Industry. Das finde ich viel krasser und befriedigender im Gameplay als Factorio, muss ich sagen. Factorio ist auf eine andere Art geil. Factorio hat diesen Starship Troopers Effekt und diese Sci-Fi-Logistik und das alles. Ja, aber das ist nicht, das ist, finde ich, nicht so, ja, das ist Geschmackssache, glaube ich. Mir gefällt dieses in der Realität Verankerte besser als dieses, immer dieses Sci-Fi-Setting jedes Mal. Weil Sci-Fi-Logistik-Fabrikaufbau gibt es jetzt schon so 1000 Mal gefühlt irgendwie. Das ist irgendwie auch nicht mehr spannend, finde ich. Wenn jetzt kommt auch noch Tectonia dazu, das ist auch wieder so ein Sci-Fi-Setting.
Das hier ist viel nachvollziehbarer auch alles. Das sind alles Dinge, mit denen wir im täglichen Leben ja auch umgehen. Chipproduktion, Mikrochips, Nahrungsversorgung, Haushaltswarenproduktion. Haushaltswarenproduktion, die müssen wir auch mal machen. Die haben wir auch noch nicht gemacht. Ah, schon wieder nicht genug Eisen. Siehst du, hier Bergbau auch. Und zwar auf die Art und Weise, wie er ja auch wirklich gemacht wird. Nämlich, dass du halt dich in Boden buddeln musst, um das Zeug dann rauszuholen und so. Das sind alles Sachen, das ist ja bei den anderen Spielen so nicht. Bei den anderen Spielen, wie gesagt, da hast du einfach, da sind die Ressourcen einfach vor dir ausgebreitet und du musst sie einfach aufsammeln, so mit den Händen gefühlt. Nicht ganz so, ja, aber so ähnlich ist das halt. Und hier musst du halt wirklich mit Fahrzeugen die Erde bewegen, musst du halt das Erz aus der Erde holen, dann musst du das in einen Behälter packen, dann wird das vom Behälter in die Zerkleinerungsanlage transportiert, von der Zerkleinerungsanlage wird es wieder in den Behälter gepackt, von dem Behälter wird es mit anderen Bestandteilen vermischt in der Schmelze, da wird es dann zu geschmolzenem Zeug. Kommt dann rein in die Gussformen, wird gegossen, kommt raus aus der, ja, wird in den Lager gepackt, wird weiterverarbeitet mit anderen Stoffen zusammen wieder. Das ist halt so, wie es halt auch in der Realität abläuft. Natürlich auch ein bisschen vereinfacht, logischerweise. In der Realität ist es alles noch komplizierter. Aber ja, ist halt einfach geil, ne? So, und jetzt gucken wir mal, ob das jetzt hier geklappt hat mit der Prioritäten-Geschichte. Was ist hier los? Warum passiert hier nichts? Ah, ist vollgelaufen, gucken wir mal. Sehr gut, es funktioniert. Siehst du, jetzt wird der Wasserstoff bevorzugt an der Stelle. Und dadurch, dass das ja auch nicht permanent durchläuft, sondern nur dann läuft, wenn es gebraucht wird, haben wir hier jetzt natürlich, ne? Haben wir jetzt hier eine Wasserstofflogistik am Start. Nicht schlecht. Und damit haben wir jetzt Energie gespart, weil das hier jetzt nicht mehr angeht. Weil das hier vollgelaufen ist. Das läuft jetzt nicht mehr. Nice. So muss das sein, meine lieben Freunde. So ist das fein. Und das gleiche können wir jetzt eigentlich an der anderen Seite auch noch machen, weil wir haben ja noch so ein zweites Ding tatsächlich. Wir haben ja hier hinten noch eins. Irgendwo, hier ist noch eine Entsalzungsanlage, genau. Und hier haben wir ja noch so ein Ding, was auch permanent durchläuft, was auch permanent Dampf produzieren muss. Könnte man auch ersetzen eigentlich, wenn man das Ding hier durch einen Wasserstoffofen ersetzt. Na gut, machen wir nochmal Wasserstoff. Ist jetzt die Frage, haben wir für noch einen, wir brauchen ja noch einen Wasserstoff-Konverter hier noch. Das ist jetzt die Frage, ob wir dafür genug Gas produzieren. Wahrscheinlich nicht, weil hier wird es nämlich schon weniger. Aber wir können jetzt die Gasturbinen hier wieder pausieren. Die hatte ich ja angemacht, damit wir noch mal ein bisschen Reserve bekommen. Die können wir jetzt anhalten. Da wird hier nämlich wieder weniger Gas zu Dampf. Wird weniger gebraucht. Und dann wird weniger Gas verbraucht. Beziehungsweise wir können mal gucken, ob wir vielleicht aus dem Öl noch ein bisschen mehr Gas rausholen. Oder beziehungsweise ob wir aus dem Treibstoff... Kann man aus Treibstoff eigentlich Gas machen? Oh, warte mal, ich kann noch mal einen Flop setzen. Kann man eigentlich aus Treibstoff noch Gas herstellen irgendwie? Ich glaube, das kann man wieder splitten in Benzin und kann aus dem Benzin wieder Gas machen. Warte, wo war mein Rechenzentrum? Hier. Kann ich eigentlich wieder ein Solarpanel machen? Oh, ich kann sogar wieder zwei machen. Nice. Das ist natürlich auch eine gute Ergänzung, nicht wahr? Immer mal ein paar Solarpaneele aufstellen nebenbei. Immer mal hier noch eins nachlegen. Zackeldibab. Und babbeldizapp. Genau. Und dann haben wir ja hier... Können wir sogar gleich noch eins machen. Nicht schlecht. Das bringt auch natürlich wieder Puffer. Jetzt will ich mal gucken. Können wir aus Benzin noch Gas machen, zufällig? Wir gucken einfach mal bei Brenngas allgemein. Was können wir denn aus... Was können wir denn da machen? Aus Schlamm, das machen wir schon. Aus Klärschlamm. Kartoffeln machen wir auch schon einen Überschuss. Aus Weizen glaube ich auch. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht sicher, ob wir überhaupt genug Gas produzieren, ehrlich gesagt. Um jetzt den Wasserstoffproduktionsbedarf abzudecken. Kann sein, dass wir das gar nicht... Dass das gar nicht reicht. Weil ich sehe nämlich gerade hier, das wird weniger. Der Treibstoff... Es wird zu viel Treibstoff produziert. Es wird nicht genug Treibstoff verbraucht, um dafür zu sorgen, dass die Gasproduktion durchläuft. Das heißt, um das zu balancen, müssten wir mehr Treibstoff zu Gas produzieren. Also egal, wir müssen auf jeden Fall den Diesel, also den Diesel, überschüssigen Diesel müssen wir machen zu Brenngas und dann aus diesem Brenngas Wasserstoff herstellen. So müssen wir es machen. Also, das heißt, ich brauche hier wieder eine Überschusslösung und sage einfach mal, wir machen mal hier die Rohre
die hier jetzt aktuell noch den Treibstoff da reindurzen. Die machen wir dann mal hier rein. Warte, so. Das ist jetzt halt, wie gesagt, die Optimierung. So können wir nämlich auch dann die Raffinerien wieder effizienter nutzen, weil die dann weniger häufig volllaufen. Wenn die dann immer schön durchlaufen, ist das besser. So, genau, mach das mal so. Nein! Mann, man kann sich aber auch immer so schnell verklicken hier, ich sag's euch. So, alles gut. Alles ist okay. Also da müssen wir hier natürlich sagen, Prio nicht wahr. So, hier kam, glaube ich, auch Treibstoff irgendwie raus. Ja, genau. Da kommt Gedöns raus. Aber auch Gas, siehst du? Mit Wasserstoff zusammen auch. Dann, warte. Dann mach doch das mal hier auch noch mit rein, dann. Dann schließen wir das da mit an. Dann müsste das doch passen. Hier kommt auch nochmal Treibstoff. Ah, nee, das ist eine Verteilung. Okay, nee, das passt. Das ist schon der Verbrauch. Hau das mal da dran. So, dann kommt nämlich beides da rein. Mach mal hier am besten auch gleich mal ein Stufe 3 Rohr draus. Was ist denn das hier eigentlich? Achso. Also das Rohr. Ich dachte gerade, da hängt ein Rohr in der Luft. Alles gut. So. Das ist ein Ausgang, genau. Das geht hier. Ah, das können wir, glaube ich, jetzt mal wirklich abreißen. Ich glaube, das wird uns hier sowieso nichts mehr bringen. Das sind hier noch die alten Dieselgeneratoren. Ich glaube, wenn das so weit ist, dass wir mit Treibstoff Dieselgeneratoren antreiben müssen, ich glaube, dann ist eh alles zu spät. Das bringt eh nichts mehr hier. Das sind nur. Da bringt das sogar mehr mit unseren Solarpanelen mittlerweile. Das können wir hier wirklich wegmachen jetzt. Ich überlege nämlich gerade, hey, was ist denn das hier eigentlich nochmal für eine Anlage gewesen? Die braucht man nun wirklich nicht mehr. Sehr schön. So, haben wir das auch mal weg? So, jetzt. Genau. Das hat Prio. So, das heißt, wir machen jetzt hier nochmal eine. Was war das nochmal für eine Anlage? Das war. Cracking? Ja, eine Cracking-Anlage, genau. Wir müssen Crack machen. So. Jetzt wird ordentlich Crack gemacht. Vielleicht ein Stückchen noch weg, dass wir da noch Rohre verlegen können auch. So. Und dann macht man nämlich dann hier den Überschuss. Der da nicht mehr reinkommt, der kommt dann hier rein. So, und dann macht man da nämlich dann aus Dampf und Benzin macht man. Quatsch, aus Dampf und Diesel macht man Rohbenzin. Und saures Wasser kommt auch noch raus. Okay, das müssen wir natürlich wieder loswerden. Rohbenzin. So, dann braucht man dann wieder eine Anlage, die aus Rohbenzin entsprechend dann Gas macht. Das wäre dann, welche ist das? Ja, auch wieder die Cracking-Anlage eigentlich. Wie viel kommt denn da raus? Wie viel Benzin? 18. Und hier braucht man 24. Da bräuchte man hier eigentlich mehrere. Da bräuchte man, glaube ich, dann. Ja, 3 oder so. Und dann könnte man hier 2 betreiben. Warte mal. Ich glaube, ja. Egal, ich baue erstmal nur eine. Es ist gar nicht so ohne, ich sag's euch. So, warte, dann macht das so. So. Und dann sagen wir hier, aus Rohbenzin und Dampf wird Gas. Und saures Wasser. Saures Wasser ist ja hier auch, kommt ja hier auch raus. Bäb, bäb, genau. So, warte, dann macht das hoch, das saure Wasser. Oder warte, von hier. Ah ja, genau, so. Warte. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das reinpacken, das saure Wasser. Das muss irgendwie. Da ist der Sauerwasserstripper. Irgendwo da war eine Überschusslösung oder irgendwas für saures Wasser. Hier genau da, glaube ich. Das müsste die sein. Da müssen wir es reinkriegen. Alles nicht so einfach. Aber könnte schlimmer sein. Genau, warte, kriegen wir das da so dazwischen, so irgendwie so. So irgendwie so müssen wir das doch da so hinkriegen, so, warte. So irgendwie so, hier so. Ich hoffe, das ist auch das saure Wasser, sonst habe ich mich gerade blamiert. Ja, ist es, okay, gut. Ist schon mal richtig. Schon mal richtiges Rohr. Das richtige Rohr ins richtige Loch. Loch, 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 Loch. Eingelocht. Hat er, eingelocht. So, dann hier den Spaß. Tu ihn da rein.
Und dann läuft das. Das ist doch hoffentlich... Hoffentlich war das jetzt das Richtige. Dampf brauchen wir noch, genau. Dampf brauchen wir noch. Moment, wo kriegen wir jetzt Dampf her? Braucht das hier Dampf? Nee, was braucht denn hier alles Dampf? Das braucht auch keinen Dampf. Das braucht Dampf. Dann gib mir doch Dampf. Warte, ist das Dampf? Wo ist Dampf? Wo ist der Dampf? Wo ist der Deinhard? Hier ist er. Da ist Dampf. Wo eng... Warte mal. Hier, Sekunde. Hier war noch ein Dampfrohr. Yeah. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, ich versuch's mal von hier. Ich mach mal das zum Stufe 2 Rohr. Wo kommt denn das her? Das kommt von da unten. Da, das ist schon Stufe 2. Mach das mal zu Stufe 3. Und mach das, was daneben noch dran ist, mach das mal zu Stufe 3 noch. Zu Stufe 2, genau. So. Und dann... genau. Das hatte ich jetzt geupgradet hier. Da knippern wir jetzt mal hier die Hälfte ab. Und ziehen das mal hier so rüber. Ja, ich weiß, ist wieder richtig geil hier. Was genau bringen die Server? Die braucht man, weil bestimmte robotische Produktionsanlagen eine bestimmte Anzahl an Teraflops für die Berechnung brauchen. Und wenn man die nicht zur Verfügung stellt über Server, dann kann man diese Anlagen nicht betreiben, dann laufen die nicht. Beziehungsweise auch die hochwertige Forschung, die Stufe 4 Forschung braucht auch Teraflops zur Berechnung. Halt, die High-End-Sachen brauchen halt Teraflops. Das sind halt alles dann IT-gelenkte Sachen, ne? Das ist halt die Digitalisierung, die dann stattfindet, quasi. Schnelles Liefern, weil da haben wir hier das Tool. Ich mach das immer, muss das mit diesem Tool machen, muss mir das angewöhnen. Sauerwasser geht raus, Dampf geht rein, Benzin kommt raus, geht rein, mit Dampf, Brenngas, Wasser. Sieht soweit gut aus. Brenngas müssen wir noch abführen, natürlich. So, wo war die Gasleitung? Mal mit dem Feuerzeug suchen, wo die Gasleitung nochmal war. Moment. Irgendwo hier war die Gasleitung. Ich kann es riechen. Ich kann es definitiv safe riechen. Gas, da. Okay, da ist eine Gasleitung, da steckt man das jetzt rein. Warte. So oft, wie du deine Rohre verlegst, schon mal überlegt, an die Rohre einen Peilsender anzuschrauben. Haha. Ja, gute Idee eigentlich. Junge, Junge. Ja! Das ist schon wieder, genau die Art von Rohrverlegung. Nee, warte mal, brich das nochmal ab. Das ist genau die Art von Rohrverlegung, weswegen ihr hier zuguckt, glaube ich. Ihr guckt doch nur zu, weil ich die Rohre verlege. Nur deswegen. Warte, wir machen das anders. Wir machen das hier rein. Ich glaube, das ist besser. Nur wegen meinen Rohren guckt ihr hier zu. Jetzt haben wir die Gasproduktion gesteigert und damit müssten wir jetzt eigentlich wieder genug Gas produzieren. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Es kann sein, dass das Rohr zu klein ist. Also bis hierhin müsste es noch gehen. Und dann geht es hier rein. Ich glaube, das müssen wir mal vergrößern noch. Wobei da eigentlich noch kein Überschuss am Start ist. Warte, das hier müssen wir mal vergrößern, glaube ich. Das muss größer werden noch. Was ist das hier? Benzin. Okay. Oh mein Gott, so, wie sieht's hier aus? Ja, hier wird's halt weniger nach und nach, ne? Das ist halt der Punkt. Da müssen wir halt drauf achten jetzt. So, jetzt laufen die Dinger hier schon mal. Jetzt wird aus Treibstoff Gas produziert. Zwar mit einem gewissen Dampfaufwand, aber ich glaube, wir hatten ja eh noch zu viel Dampf gehabt. Von daher, ja, das müsste noch gerade so gehen eigentlich. Und so viel kommt hier ja nicht zustande, weil ja da nicht schnell genug Benzin, Rohbenzin reinkommt. Jetzt könnte man halt schauen, ob man irgendwo einen Rohbenzinüberschuss hat. Hier war ja irgendwie eine Benzinverteilung gewesen. Ich glaube, die hier. Da müsste man jetzt mal zusammenrechnen, wie viel man insgesamt hat an Rohbenzin. Und dann mal gucken, ob es ein Überschuss ist oder ein Mangel ist. Und dann mal schauen, dass man den Überschuss hier noch mit reinkriegt irgendwie. An die Stelle. Aber bisher, es läuft jetzt erstmal. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall erstmal mehr Zeug. Lastwagen kann das Ziel nicht erreichen. Wo will er denn hin, Herrgott, noch eins? Warum will er denn dahin? Was soll er... Ich habe keine Ahnung, warum er da den Treibstoff hinfahren will. Der macht schon wieder Faxen hier. Ich setze den mal zurück. Keine Ahnung, was er da will. So.
Jetzt mal gucken. Können wir noch mal ein Solarpanel aufbauen? Ja. Können wir machen. Machen wir auch. Und dann noch einen Server setzen. Und dann haben wir wieder einiges geschafft in dieser Episode. Auf jeden Fall haben wir jetzt Wasserstoffverstromung an Start. Verdampfung muss man ja eigentlich sagen. Ist ja kein Strom. Wir haben ja nur... Ja, Wasser... Mehr Wasser und Wasserstoff. So rum. Ach, was weiß denn ich? Ihr wisst, was ich gemacht habe. Ihr habt ja zugeguckt. Wenn ihr es nicht wisst, woher soll ich es dann wissen? Spätestens, wenn der Wasserstofftank vollgelaufen ist, haben wir eh... Da ist das eh erstmal kein Thema mit dem Gas, weil dann wird auch das Gas wieder volllaufen, weil dann hier der Wasserstoff wieder sich staut. Und an dieser Stelle endet diese Folge Captain of Industry. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr immer mitbekommt, wenn es neue Videos gibt. Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen im Epic Store. Für euch wird es dann nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und an der Stelle bedanke ich mich auch, wenn ihr das schon gemacht habt. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.